Und damit, wie immer, hallo und herzlich willkommen zu Hearthstone. Elementare, Kavala, ganz klar. Wir gehen mal auf Elementare statt auf Drachenherz und sowas. Wir spielen mal jetzt ganz weirdes Zeug. Und dann, ja. Müssen wir halt gucken, dass das jetzt funktioniert, was ich vorhabe. Also Elementare kaufen, verkaufen, wieder rausschmeißen. Dadurch, dass wir dann jedes Mal den Buff hier unten bekommen, schnell eine neue Fertigkeit, schnell aufsteigen. Das sollte doch im Bereich des Möglichen sein. Kavala ist eigentlich das Main-Ding für Elementare. Jetzt muss natürlich direkt da oben schon mal einfliegen. Diese Und das Geschichte tut es ist natürlich eine meiner nicht. Lieblingsgeschichten. Deswegen nehmen wir erstmal den Drachen mit. Direkt gegen Amaligos. Die mächtige Truppe war bereit, sich dem zu stellen, was sie erwartete. Okay. Ja, er hatte einen besseren zum Saugen. Er hat wahrscheinlich durch die Dämonen hatte er irgendwie diese Backstage-Kacke da oben liegen. Eine Geschichte so alt Und wir wie die steigen jetzt Zeit. einmal auf. Das Gasthaus wuchs an diesem Tag um das Dreifache an. Das Dreifache, ich bin auch gerade mal Stufe 2. Mann, 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 So, genau, Kavala muss man definitiv mit Elementaren spielen. Anders geht es gleich schon, aber ja. Ist halt useless an sein Skill, ne? Die mächtige Truppe Pro war drei bereit, sich Elementare dem zu wird stellen, das was sie Gasthaus, erwartete. die Kosten vom Gasthaus verringert. Das will man doch mitnehmen. Lesen schärft den Geist. Was ihnen fehlte, war Größe, die sie durch Tapferkeit wettmachten. Nehmen wir den Und noch so mit. schloss sich ein neuer Diener dem Abenteuer Na an. gut, kann ich auch mit leben erstmal. Ja, können wir erstmal mit leben. Erstmal ein bisschen Spot noch voll machen. Da unten haben wir Mortanos. Jetzt als Gegner. Könnte. Wie viel hat er? Wir gehen mal drauf. Ein Wildtier. Ist er denn auch schon aufgestiegen gewesen? Ja, könnte der Gockel sein, könnte das Hähnchen mit dazu sein. Die mächtige Truppe war bereit, sich dem zu stellen, was sie erwartete. Ah, das geht ja noch. Das geht ja noch vollkommen klar. So, hinterher versuche ich auf Mutano-Skills zu Die gehen. Flut des Bösen wurde Wenn wir soweit vorerst kommen. zurückgedrängt. Da war nochmal so ein Elementar. Ja. Den nochmal. Natürlich ist er kein Elementar. Das Party-Elementar. Das nehmen wir jetzt. Party-Elementar? Nein. Das Verscherbler-Elementar. Nehmen wir das einfach mit. Und dann lassen wir es erstmal gerade so stehen. Langenauge, Elementare, die hat meine Elementare. Der tapfere Held marschierte mutig in die Schlacht. Ja, das
Eine Geschichte so alt wie die Zeit. Mal den noch mit. Dann nehmen wir erstmal den zeigen. Ich war's nicht! Ich war's nicht! Dann wisch mal den mal noch ein bisschen mit. Den können wir ja dann vielleicht irgendwann verschlingen oder auch nicht. Mann, das nervt mich jetzt total. Den schmeißen wir raus, nehmen wir den noch mit. Ich meine, ging das jetzt auf ihn. Die mächtige Truppe war bereit, sich dem zu stellen, was sie erwartete. Was? Was? Nein. Oh doch, warte, okay. Trotzdem brauche ich und einen. Und so bezwang der Held seinen Feind. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Dann nehmen wir den hier noch raus. Was haben wir noch ein? Oder das überschüssige Elementar? Wer? Nehmen wir das Elementar hier mit. Wir können doch mal drehen. Okay, lassen wir erstmal so. Soll ich den da noch mitnehmen? Ich weiß es doch nicht. Ah, komm. Wir fließen mal einmal. Bevor wir nachher gar nichts haben, nehmen wir das einfach mal mit. Nehmen wir das einfach mal mit. Jetzt ist mein nicht ganz zufrieden, aber immerhin besser als nichts. Der Held war gebrochen, aber nicht sein Geist. Ja, du kannst nicht auf den ersten gehen. Erst in der Niederlage konnte der Held den Wert des Sieges verstehen. Da kommt er. Er kommt jetzt weg. Ich mach's nicht, so ehrlich! Ja, du warst es nicht. Dann nehmen wir so langsam Fahrt auf. Dann spielen wir gleich schon mal das Tröpfchen da oben aus. Den da natürlich, damit der hier noch gepusht wird. Die mächtige Truppe das jetzt war bereit, sich gehabt, dem zu stellen, was sie erwartet. Ja.
Erst in der Niederlage konnte der Held den Wert des Sieges verstehen. Ja, nein. Einer noch den falschen Kopf. Ja. So. Trotzdem ihn raus. Und so schloss sich ein neuer Diener dem Abenteuer an. Aber es kommt kein Party. Nicht zu klein, nicht zu groß. Dieser Diener war genau richtig. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wählt mich aus, rief der Diener. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Den nehmen wir noch so mit. Und die Münze spielen wir so aus. So, dann läuft es hoffentlich jetzt oder auch nicht. Ich weiß nicht. Wir lassen auf jeden Fall alle mal drin. Rafam spielt auch Elementare. Jetzt habe ich groß kotzert gesagt, dass ich Shavala mit Elementaren echt non plus ultra ist, sondern verkacke ich so, ey. Aber es kommt ja auch auf Stufe 4 schon kein Party-Elementar. Das ist Stufe 2. Die Welt hatte sich gegen ihn verschworen. Ja, der hat schnell aufsteigen, aber der hätte da zwischenstellen. Das hier zwar unser erster Sieg sein. Unser erster Sieg, jawoll. Der Aufstieg des Phönix beginnt. Der Bösewicht wurde besiegt, aber Frieden war nicht erzielt worden. So, Elementar bitte. Ja. Können auch noch drehen. Nee, den Moloch will ich nicht. Goldene Schätze erwarteten unseren schönen Helden. Den nehmen wir. Was macht der? Verschlingt am Ende eures Zuges einen Diener im Gasthaus, um seinen Wert verdoppelt zu haben. Ich mach's nicht! Ehrlich! Ja, das macht nichts, ob du es warst oder nicht. So, den können wir mitnehmen. Aber er ist stark. Was haben wir sonst noch hier so? Hätte ich lieber das Party-Elementar genommen. Warum ist noch mehr? Das Überschuss-Elementar kann mich mal. Fee, Fee, Fo, Fum. Ich noch zweimal den hier mit. So. Und der hier fliegt als nächstes. Kein Angriff, kriegt nur Leben. Schwach. Einfach nur schwach. Die mächtige Truppe war bereit, sich dem zu stellen, was sie erwartete. Ah, gut, ich hab noch ein bisschen was so verkehrt. Die behalten wir auf jeden Fall jetzt, weil der eskaliert ja auch mit denen, die wir ausspielen. Die Flut des Bösen wurde vorerst zurückgedrängt. Alles begann mit einem kleinen Diener. Was ihnen fehlte, war Größe, die sie durch Tapferkeit wettmachten. Naja, was mir fehlt, ist einfach das Party-Elementar. Nichts anderes. Nichts anderes fehlt hier. Braucht ihr eine Erfrischung? Das ist auch kein Party-Elementar. Mal zumindest ein Drilling. Alle für einen und einer für alle, riefen sie. Wählt mich aus, rief der Diener. Aus den drei kleinen Dienern war eine Einheit geworden. Komm, wir machen mal die Endlosung. Und jetzt können wir Diener tauchten im Gasthaus auf.
Jetzt könnten wir theoretisch gesehen auch hingehen und endlich eine neue Heldenfähigkeit bekommen. Riesig wegen dem. Ne, ich brauch nicht wegen dem fliegen. Ne, komm, ich fließ nicht wegen dem. Ja, Vino war eben unser Achillesferse. Wir sind zumindest, können wir nicht mal 8er und 7er werden. Der tapfere Held marschierte mutig in die Schlacht. Von wem hat er denn jetzt? Ah, stimmt, die hat da Gott sich dieses Verbindungselementar, ne? Und so bezwang so. Der Held seinen Feind. Nehmen wir mit. Und so schloss sich ein neuer Diener dem Abenteuer an. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mit. Schmeißen wir raus. So, was machen wir gegen Schlangenauge? Elementare mitnehmen. So einiges, ne? Ich kann ihn hier aber nicht mehr rausschmeißen, der ist zu stark, den muss ich fressen. Den muss ich halt leider fressen irgendwie. Muss ja doch nochmal ganz sick nach oben gearbeitet. Ah, wenigstens den 4. Platz. Und dann haben wir ja so halbwegs das erreicht, was wir wollten. Wir sind schnell aufgestiegen, das, was wir geplant hatten. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie weit wir jetzt noch kommen. Vino haben wir aus dem Spiel genommen. Okay, ich finde es lustig, dass wenn ich bei WhatsApp ein Bild aufmache, dass das hakt. Also wenn ihr hin und wieder mal so ein kurzes Haken hört, dann habe ich was auf WhatsApp gerade aufgemacht. Die Stadtbevölkerung freute sich. Kein Bild aufgemacht und es war trotzdem so. Okay. Okay, wir sind in den Top 4. So bezwang der Held seinen Feind. Wir sind mindestens sie in den Top 4. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nicht zu klein, nicht zu groß. Dieser Diener war genau richtig. Nee, alle Kacke. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Jetzt habe ich den falschen weggeschmissen. Da könnten wir nochmal drehen. Da. Oh. Jetzt muss ich es geschickt anstellen. Wow. Sehr gut. Und ich habe es nicht geschickt angestellt. Egal. Niemand bringt mein Zuhause durcheinander. Nö. Dabei, was sich zum Priesen lohnt.
Aber das Elementar mit 168 zu haben, ist jetzt auch nicht verkehrt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne? So, den können wir nochmal dahin ballern. So, Mutanus, jetzt wollen wir mal gucken, ob du besser spielst als ich. Könnte schon ein Showdown sein. Doch, Showdown, ja. Wir sagen immer Downshow dazu, deswegen war ich jetzt am Überlegen, ob das so richtig war. Der siegreiche Held Downshow, schien Downshow. unbesiegbar. Müssen uns auf jeden Fall auch noch mal so ein Wichtel besorgen, der saugt. Immer dann fressen lassen. Der Bösewicht wurde besiegt, aber Frieden war nicht erzielt worden. Problem ist, wir brauchen jetzt halt andere Elementare als vorher. Nein, jetzt habe ich das weggedreht. Nein, war ich dämlich. So, wir nehmen sie einmal mit. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Das ist okay. Das ist erstmal okay. Da wäre das Party-Elementar viel zu spät eigentlich. Aber es ist mit 27 noch was gebufft, aber er ist halt stärker, ne? Ich bräuchte ihn als Drilling dann noch. Wir lassen es erstmal so. Wir sind ja mindestens in den Top 3. Mindestens. Deswegen, also ich bin schon definitiv zufrieden. Es hätte sehr, sehr viel besser laufen können, aber ja. Der siegreiche Held schien unbesiegbar. Okay, was haben wir da? Ja, der hat nämlich den Wichtel umgekettet. Den Wichtel hätte ich auch nochmal gemacht. Ja, gib nochmal einen Gottenschild ab, bitte. An den ersten. Oh, der macht sogar auf zwei. Ja, voll. Da ist der Sieg gewandt. Ja, voll. Der Bösewicht wurde besiegt. So, nehmen wir mit. Aber Frieden war nicht erzielt worden. Wählt jetzt haben mich wir das Überschuss-Elementar. Rief der Diener. Ich bin gegen Putin. Wir können erstmal zusammenziehen, was wir brauchen. Und hoffen. Oder auch nicht. So, fliegt raus. Durch Schicksal raus. Oder Fügung. Fliegt Niemand raus. Bringt mein Zuhause durcheinander. Das ist stark. Dann fliegt er jetzt raus. Ich bin eins mit den Dornen. Der fliegt raus. Den spiel ich nur einmal aus, damit die nochmal besser Dem werden. Der Diener wurde für seine Hilfe gedankt und er würde für den immer ein mit. Freund bleiben. Und wir machen den hier. Ah, es geht auf ihn. Klasse. Dann haben wir nochmal den Kampfschrei. Party-Elementar, das Elementar. Wir gucken mal.
Und dann verwandelte sich der Frosch in einen hübschen Prinzen. Seinen Feind. Den hier in Gold. Den muss ich jetzt in Gold haben. Als Drilling. So, pass auf. Wir machen dieser jetzt neue Rekrut war im ganzen Land bekannt. Ich schmeiß mal raus. Ich gar keine Flausch wieder machen. So. Den kriegen wir nochmal auf die Hand. Kein Ort für Sterbliche! Gucken wir mal. 36, 14, 32, 12. Eigentlich ist das mit der stärkste. Ja. Das ist auch mal gut. Ja, Top 2 sehe ich gerade. Der Held trug die Krone. Entweder wir gewinnen jetzt andere komplett vor, oder wir sind raus. Oh, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wenn wir das Ganze überleben, das ist jetzt sehr gut. Wir hätten ihn jetzt, dass wir den zum Drilling machen können. Erster Platz! Kavala! Kavala, danke schön. Wo haben wir es hier? Ne, nicht klopfen, singen. Wo haben wir es denn hier? Da. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Danke für den Applaus. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao!